Okay, herzlich willkommen erstmal für alle zu dem Thema systemische Transformation im Bildungssystem. Ich habe das Thema einfach nochmal umbenannt, weil es am Anfang einfach Systemwandel heißt. Beides ist wahrscheinlich richtig. Und ja, hier sind jetzt eine ganze Reihe von ganz interessanten Gästen, die aus ganz unterschiedlichen Hintergrund kommen und auch ganz unterschiedlich an das Thema herangegangen sind. Und weil ja viele Gesichter vielleicht noch unbekannt sind, würde ich jetzt sagen, wenn wir erstmal mit einer kurzen Vorstellungsrunde anfangen könnten und wenn dann jeder vielleicht auch gleich dazu sagen könnte, was so der Zugang zum Thema Transformation oder zum Thema Hack the System, wie auch immer ist, das wäre vielleicht ganz spannend. Vielleicht Jessica, wenn du gerade anfangen könntest. Ja, gern, vielen Dank. Ja, Jessica Wittbrock, ich arbeite aktuell in der Schulbehörde in Hamburg in der Führungskräfteentwicklung. Bin Sonderschullehrerin, war einige Jahre aber auch in der freien Wirtschaft, in der Beratung, Unternehmensberatung tätig, immer aber trotzdem so aus der Blickrichtung systemische Organisationsentwicklung, Change. Und warum bin ich hier? Also mein Puzzleteilchen, was ich mir aus dem komplexen Veränderungspuzzle rausgesucht hat, ist die Frage einfach, wie können wir die Breite befähigen, also die Lehrer im System in Deutschland, die da sind durch gute Personalentwicklungsangebote und eben auch Lernerlebnisse, um in ihre eigene Entwicklung einzuzahlen und vielleicht auch zu den Ambassadors of Change in den bestehenden Strukturen zu werden. Also so Stichwort Self-Leadership, Selbstführung. Da sehe ich unter anderem einen großen Hebel in dem Thema. Ja, das ist super interessant, weil das knüpft auch so ein bisschen an die Diskussion an, die Bea Beste und Martin Truxes vorhin hatten, als sie gesagt haben, ja, es ist immer so eine Sache, wie viel Verantwortung kann man abgeben und wie viel Verantwortung muss auch eingefordert werden von den unterschiedlichen Stakeholdern in so einer Schulgemeinschaft. Und ja, Karin, ihr seid einen ganz anderen Weg gegangen und seid sozusagen von außen in das System wieder reingegangen. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen mehr erzählen. Genau. Ich bin Karin aus der Schweiz, aus dem Herzen der Schweiz. Wir haben vor 22 Jahren eine Privatschule gegründet. Mein Mann und ich haben 10 Jahre im Volksschulsystem gearbeitet und wir sahen da wenig Chancen, dass wir da durchdringen könnten mit unseren Ideen. Und bei uns lernen die Kinder frei, intensiv motiviert, in ihrem eigenen Tempo. Wir haben zurzeit 60 Schüler und Schülerinnen. Und 10 Lehrpersonen sind bei uns angestellt und wir arbeiten zusammen mit pädagogischen Hochschulen, mit Volksschulen. Wir haben sehr viele Besucher aus der ganzen Schweiz, die sich das ansehen wollen, wie man denn jetzt eine Schule führen kann, in der die Kinder lernen dürfen, was sie möchten. Okay, und das Gegenmodell hat eigentlich Manuel gemacht, indem er gesagt hat, nein, wir wollen nicht außerhalb vom System, wir sagen ganz bewusst, wir wollen von innen was verändern. Manuel, magst du da gleich dann weitermachen? Ja, sehr gerne. Wir haben eine Fachhochschule gegründet in Deutschland, eine staatlich anerkannte, die staatlich anerkannte Abschlüsse verleiht. Und wir versuchen dennoch innerhalb des Systems einen neuen Lernansatz umzusetzen. Das heißt, wir wollen unseren Studierenden erlauben oder sie sogar ermutigen dazu, ihre eigenen Fragen mitzubringen, ihre Lernziele selbst zu definieren und sich die Projekte, an denen sie arbeiten und lernen, auch selbst auszusuchen. Und wir hatten in der Gründungsphase genau diese Diskussion, sollen wir in das System rein oder wollen wir aus dem System draußen bleiben, gar keine staatliche Anerkennung, keine Abschlüsse und darauf vertrauen, dass unsere Studierenden auch ohne Abschluss erfolgreich werden. Und wir haben uns am Ende entschieden, in das System reinzugehen, weil wir uns davon erhoffen, dass andere Hochschulen neugierig werden darauf, wie wir das machen und vielleicht selbst sich fragen, wie sie das tun können. Es handelt sich dabei um die Code University in Berlin und ich teile im Chat auch gerne einmal kurz die Website. Ja, super. Nochmal einen ganz anderen Zugang hat Intrinsic in Zürich gemacht. Christine, magst du da was erzählen und auch über dich selbst, wie du dazu gekommen bist überhaupt?
Ja, genau. Ich bin Christine König. Ich fange gerade an, wie ich dazugekommen bin, nämlich ganz schräg, ganz zufällig, ganz von außen. Ich bin ursprünglich strategische Designerin und bisher nur im bildungsfernen Kontext aktiv. Bei Intrinsic habe ich verschiedene Hüte an. Einerseits, also wir testen auf der grünen Wiese die Lehrpersonenausbildung der Zukunft. Wir haben im 2019 mit einer Gruppe von kühnen Pionieren und Pionierinnen angefangen und schreiten durch die Landschaft der Bildung eigentlich im Wissen, dass wir es auch nicht wissen, wie es geht, und sind demnach offen für die ganze Veränderung, die doch irgendwie anstehen. Das Wort Leuchtturm gefällt mir auch immer sehr, nebst dem, dass wir so auf der grünen Wiese auf akute Dringlichkeiten reagieren. Ich sehe Intrinsic als Leuchtturm-Projekt, das eben versucht, von außen her mit Lehrpersonen im Zentrum als unsere Schnittstelle den Bildungswandel mitzugestalten. Genau. Super. Und der Letzte im Bunde ist Paul. Bei Paul würde ich ja persönlich immer denken, Paul kommt von der Schweizer Boarding School, wo man immer denkt, okay, the sky is the limit, was man alles machen kann. Ob das so stimmt, weiß ich nicht. Aber Paul, vielleicht kannst du erzählen, was ihr gemacht habt und wo euer Limit eigentlich dann am Ende vielleicht doch war. Ja, gerne. Ich heiße Paul Magnussen. Ich bin bei der amerikanischen Schule in Lausanne in der Schweiz. Ich bin auch Amerikaner. Das passt dann, dass ich hier bin. Hier ist eine traditionelle Schule. Und ich würde sagen, dass die meisten von uns hier auf der Welt, wir sind in diesen traditionellen Schulen, aber wir wollen auch mitmachen. Wir wollen auch Schulreform haben. Und wie wir das machen können, wenn wir schon in einer traditionellen Schule sind, das ist eben meine Frage. Und meine Antwort darauf ist, dass wir praktisch eine Mini-Universität hier aufgebaut haben, damit die Lehrkraft hier sich mit den größeren Fragen beschäftigen kann. Also ich kann dann vielleicht später ein bisschen beschreiben, von was wir machen und wie das vielleicht helfen könnte, um weiterzukommen. Ja, also was ich ganz interessant finde, ist also Karin, Christine und Paul, ihr habt also sozusagen, und ja auch in gewisser Weise Jessica, ihr habt also Bildung ja wirklich auch als den Weg genutzt, um zu sagen, wir wollen das System hacken. Heute Morgen in der anderen Session haben auch die Schüler gesagt, dass viele Barrieren aber innerhalb des Systems auch durch die Organisation von Schule irgendwie entstehen, einfach durch die Hierarchien, die entstehen, nicht nur sozusagen für Lehrer, sondern auch manchmal innerhalb einfach des Klassenzimmers, weil da einfach Machtstrukturen entstanden sind. Wie habt ihr das denn aufgelöst, zum Beispiel Karin, innerhalb der Schule, aber auch mit dem Brückenbauen, das ihr gemacht habt, durch die PHs, mit denen ihr zusammenarbeitet? Also man kann nicht sagen, dass wir die Machtstrukturen total abgebaut haben. Wir haben ja da Lernbegleiter, die Kinder auch auf einen Weg führen und ihnen behilflich sind. Und dass in Klassen, da es 16- und 12-Jährige hat, dann entstehen automatisch Hierarchien, was wir nicht unbedingt schlecht finden. Weil bei uns wächst man ins System hinein und alle sind mal die Ältesten. Und wir denken, dass diese Hierarchien sehr gesund sind, wenn sie gesund gelebt werden. So. Und mit den PHs, wenn wir zusammenarbeiten, ist es natürlich eine Arbeit auf Augenhöhe. Also die fragen uns an, ob wir zeigen können, wie wir das in der Praxis umsetzen. Man lernt ja in PHs sehr viel Theoretisches und das ist viel im Gange, denke ich, an den PHs. Aber es ist schwierig, Praktikumsplätze zu finden, wo das dann wirklich gelebt wird, dass die Kinder lernen dürfen, was sie möchten. Und wir versuchen mit Partnern natürlich, da gibt es keine Machtverhältnisse, das ist da arbeiten wir auf Augenhöhe. Aber das Alte im Alltag mit Kindern und Erwachsenen, da gibt es natürlich flache Hierarchien.
Aber ihr habt ja schon auch die Altersgruppen anders strukturiert, nicht mehr in ganz, ja, genau, das geordneten meine ich. Klassen. Wir haben immer vier Jahrgänge zusammen, 4- bis 8-Jährige, 9- bis 12-Jährige und 13- bis 16-Jährige. Aber da gibt es immer Älteste. Da gibt es immer die Größen. In der Basisstufe ist das ganz extrem zwischen 4 und 8 Jahren. Was die dann in dieser Zeit lernen, das sind natürlich die Großen, haben dann schon das Sagen. Die wissen dann, wie es geht. Und Christine, wie sieht das dann bei euch aus in Hinsicht auch auf die Organisationen, die sich vielleicht hat auch ändern müssen, damit einfach auch Freiräume entstehen, um wirklich innovativ oder offen auch zu sein für Veränderungsprozesse? Ja, also einerseits, ich bin so ganz und gar nicht hierarchiegläubig. Also ich glaube, wir lernen im Netzwerk und das ist unser oberstes Gebot auch hier bei Intrinsic. Der Lernprozess, die Studierende bei uns durchlaufen, der ist im Netzwerk angelegt. Sie sind ab Tag 1 in der Praxis tätig und lernen von Praxislehrpersonen. Sie werden unterstützt von einem breiten Spektrum an Expertinnen und Experten, die Inhalte mit ihnen vertiefen. Es entstehen Lerngruppen innerhalb der Studierenden. Es gibt Coaching oder Coaches, die die Studierenden begleiten und wir sind irgendwie alle einfach am Tun. Also von Hierarchien möchte ich hier eigentlich gar nicht dann sprechen unbedingt. Was kann ich noch sagen? Jetzt habe ich gerade den Faden so ein bisschen verloren, so für eine konkrete Frage. Was mir einfach auffällt, dass es diese Anziehung dann gibt, auch vom Netzwerk, wo wir zwar sehen, es sind bei Intrinsic im Moment der Hauptfokus die Lehrpersonenausbildung neu erfinden, ja. Das Thema wird aber immer größer, oder wir reden auf einmal in Kooperation mit anderen Universitäten und Hochschulen von Lernprozessen oder dann übergeordnet über kleinere Themen, wie macht man überhaupt Lernprozesse sichtbar. Es geht um das Thema Bewertung, um Benotung, es geht um digitale Inhalte in Form von Portfolios, es geht um Prozesse, die wir schaffen, um dann das eigentlich am realen Körper der Lehrperson zu operieren, die dann wiederum diese neue Haltung eigentlich im Klassenzimmer ausprobieren und so die Kinder der Zukunft befähigen, eigentlich ähnliche Prozesse hier in diesen gelebten Netzwerkstrukturen und offen und in dieser Vielfalt das dann so zu übertragen. Mhm. Ja, und Paul, du hast ja die ein bisschen so die Gegenentwicklung gemacht, indem du gesagt hast, okay, ich kümmere mich jetzt erstmal gar nicht so um die Hierarchien, sondern mach einfach erstmal los vom Klassenzimmer und versuch dann sozusagen von Grassroot-mäßig das System zu hacken. Vielleicht magst du da ein bisschen erzählen, wie das funktioniert hat und wie du auch vielleicht andere Lehrer mit an Bord gebracht hast. Das war ja, glaube ich, auch nicht ganz einfach am Anfang. Nein, genau. Ich arbeite tatsächlich mit denen, die wirklich mit mir arbeiten wollen. Manchmal sagt man, das ist vielleicht nicht so gut, wir sollen alle zusammenarbeiten und alle sollen die Gelegenheit haben, mitzumachen. Aber ich möchte wirklich mit denen arbeiten, die sich anstrengen werden und die eine Änderung wollen. Und die Änderung ist normalerweise etwas Persönliches. Also wenn ich mit jemandem arbeiten kann, damit derjenige etwas selbstbewusster ist oder unabhängiger wird oder sich selbst steuern kann, das ist eher das Ziel, das ich habe. Und ich finde, dass wenn wir dann langsam eine Gruppe aufbauen von den anderen Leuten, die sehen, was wir machen, die denken, vielleicht will ich mitmachen, langsam haben wir eine Gruppe von Leuten, die miteinander reden, die vielleicht ein Netzwerk außerhalb der Schule anfangen, die denken halt ein bisschen tiefer von was wir machen und warum wir das machen und wie wir das machen. Das heißt, dass wenn es dann eine Frage in der Schule, wenn wir etwas diskutieren oder mit den Managers, was wir machen wollen und wie wir das nächste machen wollen, dann haben wir eine andere Einstellung. Also wir haben
die Sachen durchgedacht und wir bringen was Neues zum Tisch. Also es ist für mich dann langsam, also ich mache das schon 12 Jahre hier. Ich hab wirklich jetzt ein Team, also Anhänger, die wirklich dabei sind. Es sind auch welche, die gar nicht wissen, was wir in unserem Zentrum machen. Also wir kommen langsam voran. Aber ich habe dann auch viele Leute, die wirklich dabei sind und sich interessieren und ein Team machen. Ja, also ich glaube, bei dem Wort Selbstorganisation hat Jessica schon ein bisschen gezuckt. Das wäre ein gutes Thema, das du anknüpfst. Ich habe jetzt gerade gesehen, Gerd Mengel hat aufgezeigt. Ich habe nur gerade nicht so ganz die Ahnung. Ich glaube, er muss dann einfach seine Kamera und sein Mikro anmachen, oder? Ja, dann wenn du das machen kannst, probier mal, Gerd, ob das geht. Ansonsten, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Ich würde dich gern hören, aber ich höre dich nicht. Vielleicht, Jessica, kannst du gerade weitersprechen? Und Adam, if you can just check, Gerd wants to ja, say a also word. Das ist ja sozusagen das Thema, an das wir versuchen anzuknüpfen. Also sowohl behördlich in meiner Rolle versuche ich da anzuknüpfen, als eben ja als auch über das Projekt, was wir irgendwie versuchen umzusetzen. Ich denke, es gibt da nicht richtig und falsch. Ne? Auf der einen Seite, ja, natürlich ist es toll, mit denen zu arbeiten, die wollen. Auf der anderen Seite habe ich schon auch den Eindruck, dass es im System einfach wahnsinnig viele, ich sag mal so, Rohdiamanten gibt, die gar keine Möglichkeit haben, sich zu schleifen. Und so ein Lernerlebnis, also ich habe mich auch lange damit beschäftigt und Menschen befragt aus unterschiedlichen Kontexten, die sagen, mir macht das Spaß, mich permanent weiterzuentwickeln. Die haben natürlich alle also unglaublich bunte Lebensläufe und überall auch inspirierende Mentoren gefunden und sind irgendwie deswegen auf diesem Weg auch geblieben. Und wenn ich in dem System stecke, und das Erleben kenne ich schon auch, deswegen arbeite ich im System auch nur Teilzeit, sonst will ich verrückt werden, ich muss noch was anderes machen, dann hat man die Gelegenheit oft gar nicht. Und da, glaube ich, ist schon auch einer von zig Hebeln zu sagen, wie können wir eigentlich solche Lernabenteuer überhaupt schaffen, indem wir die Leute so ein bisschen, wie du es gestern auch gesagt hast, ins kalte Wasser vielleicht nicht reinschubsen, aber zumindest ihnen die Möglichkeit geben, mal den Zeh reinzustupfen. So, und da sehe ich eine Chance zu sagen, die wollen vielleicht noch nicht und man muss sie ein bisschen ziehen, aber ich sage nicht, ihr müsst euch verändern, sondern guck mal, ich schenke dir eine Reise, mach sie doch mal und sag hinterher, wie es dir gefallen hat. Ah, hallo Gerd, du wolltest was fragen. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt hier reingeraten bin. Ich auch nicht. Ich wollte nichts fragen, vermutlich bin ich da nur raufgekommen. Aber ich höre gerne zu. Ihr könnt mich gerne wieder rauswerfen. Okay, ich glaube, da musst du einfach nur die Kamera und dein Mikro ausmachen und dann. Aber schön, jetzt hatte ich hier meinen Auftritt. Ja, wir haben. Einer, wie das Fußballfeld läuft. Ja, wir haben uns gefreut, dich zu sehen, Gerd. Schön. Bis dann. Ja, und um das vielleicht noch zu ergänzen, also ich frage mich oft, wir machen ja Personalentwicklung, um ein kleines Beispiel zu nennen. Da bieten wir ein Seminar an, nennt sich Gesprächsführung. Ne? Wie ich das mache, ist im Grunde behördlich egal. Ne? Ich kann dann Text austeilen, schlecht kopiert, sagen, lest euch den mal durch 2 Stunden, dann sprechen wir vielleicht in kleinen Gruppen drüber so. Ich kann das wahnsinnig fancy aufziehen und mir sonst wie viel Mühe geben. Und trotzdem frage ich mich grundsätzlich, wieso kommen denn die Lehrer aus unterschiedlichen Schulen da zu mir in die Behörde, wenn es um Gesprächsführung geht und offensichtlich um das Thema, ich habe vielleicht an der einen oder anderen Stelle da Schwierigkeiten, das macht mir Stress, wenn mir da irgendwie so ein Vater blöd kommt oder keine Ahnung was. Wieso machen wir das nicht mit dem ganzen System? Da können ja auch die Schüler was zu beitragen, da können vielleicht die Eltern was zu beitragen. Das wäre ja viel sinnvoller aus meiner Sicht zu sagen, Mensch, super Gelegenheit. Wir schnappen uns das System und gucken, wie können wir unsere Gesprächskultur hier irgendwie auf ein anderes Level bringen. Gemeinsam. So. Und dann haben auch alle was gelernt und dann haben vielleicht auch alle Spaß dran und sehen den Need und den Nutzen, warum sowas ist. Weil der Einzelne, der kommt zu mir, dann ist das Seminar vielleicht noch ganz nett. Ja, was macht er dann? Dann geht er wieder nach Hause und kann wahrscheinlich gar nichts damit anfangen. Und da, glaube ich, können wir einfach auch das Lernen auf der Ebene neu denken, weil am Ende brauchen wir solche Leute im System, um flächendeckend dann auch für die Kinder was anderes anzubieten.
So, deshalb finde ich die Vernetzung spannend mit kleinen Projekten, mit großen Projekten, um irgendwie vielleicht das ganze Puzzle irgendwann zusammenzubringen. Und du hast jetzt gerade das Stichwort, darf ich schnell? Ulrike? Ja, klar. Also das Stichwort Vernetzung, da öffnen sich bei mir auch dann die Tore für Energie, weil das ist das, was glaube ich, wirklich das Problem ist, oder? Wir haben so viele Schulen, die funktionieren nicht im Netzwerk. Also also Kollaboration, das schwappt jetzt mal so ein bisschen, ja, Kreativität, das schwappt jetzt auch so ein bisschen und man weiß, man muss Veränderungen anstoßen. Man weiß aber auch, die schon nur, wenn man jetzt System, nicht das System Bildung, sondern das System der eigenen Schule anschaut, schon da hapert es ja vielleicht an manchen Ecken und Enden schon mit der Vernetzung. Es hapert mit der Vernetzung innerhalb der ganzen pädagogischen Teams oder den Lehrerteams oder mit der Schulleitung oder je nachdem, also es gibt so viele Leuchttürme an extrem tollen Schulleitern, an extrem tollen Lehrpersonen, aber das Thema Vernetzung und Transparenz, was für mich da ganz eng damit verbunden ist, das gibt es irgendwie nicht. Und es gibt jetzt Resonanz für ganz viele Themen, eben von sei es das Hublings oder sonstige Lernhubs oder es gibt da Kosmosräume, wo man sagt, es muss Räume geben in Schulen, wo man freies Lernen erlebbar machen kann. Und. Also es gibt da ja ganz viel. Es fehlt irgendwie einerseits so die kritische Masse, die wirklich die Veränderung ins System bringt. Und da arbeiten wir ja alle dran, was super ist. Und andererseits vermisse ich manchmal, dass die Schulen auch mehr so wie Unternehmen funktionieren. Weil im Unternehmenskontext ist es wie logisch, dass man sich mehr so mit den Competitors da mal beschäftigt oder schaut, wo kann man Synergien nutzen etc. Also so Transparenz und Vernetzung, glaube ich, ist der allererste Auftrag, um dann innerhalb der Schulen oder dann in der Schweiz, willkommen in der Schweiz, oder in den Kantonen gibt es wieder unterschiedliche Gesetze, in der Gemeinde gibt es unterschiedliche Gesetze und dann über die Grenzen der Schweiz hinaus. Natürlich, und dann sind wir in der Änderung des Systems und das ist der träge Tanker, den wir nun alle irgendwie mit kleinen Justierungen zu reißen versuchen. Und ich glaube einfach fest daran, wir müssen uns alle öffnen und vernetzen und zusammen aktiv werden. Ja, also Manuel, genau, dich wollte ich nämlich fragen. Du hast ja jetzt ganz viele Stichwörter gehört, an denen du eigentlich anknüpfen kannst. Zum Teil eben auch die Kompetenzen, die du ja auch versuchst, mit den Studierenden zu aufzubauen, um einfach in der Lage zu sein, auch diese Kommunikation, diese Konversation zu führen, aber eben auch die Freiräume zu haben, um das zu machen. Bevor Gerd uns was erzählt, vielleicht magst du da gerade noch ein bisschen mehr berichten, wie ihr das so macht. Ja, sehr gerne. Also zum einen ist es letztlich genau das, was für uns eigentlich Bildungsziel ist. Menschen in die Lage versetzen, die Welt in Stückchen zu verändern. Und dazu gehört eine ganz andere Form von Ausbildung als diese typische Fachausbildung, die wir meistens im Blick haben, gerade wenn wir jetzt nicht über Schule, sondern auch über Hochschule reden. Hochschule ist ja in ganz vielen Diskussionen verkommen zu einer Anstalt, die jemandem helfen soll, irgendeinen Job zu finden, mit dem er in den Arbeitsmarkt einsteigt. Das ist ja gerade, wenn man mit Akkreditierungsagenturen und so diskutiert, dann geht es um Employability. Also können die Menschen damit hinterher einen Job finden? Und ich halte das für viel zu kurz gedacht. Ich glaube, wir müssen Menschen hervorbringen, die in der Lage sind, diese Systeme zu verändern, die verstehen, wie die Welt funktioniert und welche Wirkung sie darin entfalten können. Und das heißt, sie müssen im Studium oder die Lernerfahrung muss sowas wie Selbstwirksamkeit beinhalten, muss beinhalten die Erfahrung, dass ich in der Lage bin, mit meiner eigenen Kreativität auf neue Lösungsansätze zu kommen, muss in mir das Selbstbewusstsein wachsen lassen, dass ich mir zutraue, Probleme anzupacken, die erstmal groß und schwer greifbar erscheinen. Und das ist zum Beispiel auch etwas, das sind alles Teile dieses Mindsets, das wir versuchen, mit unserem Lernkonzept bei unseren Studierenden hervorzubringen. Wir haben zum Beispiel in der Pädagogik, haben wir es oft mit Problemen zu tun, mit denen wir unsere Lernenden konfrontieren, die sind sauber definiert, die sind fein säuberlich ausgearbeitet, schon mit einem pädagogischen Lernziel im Kopf. Und daran können sich dann die Lernenden oftmals abarbeiten. Die Welt ist aber voll von überhaupt nicht sauber definierten Problemen. Alle ernsthaften Probleme in der wirklichen Welt sind schlecht definiert, sind überhaupt nicht definiert, schwer zu greifen. Und die eigentliche Arbeit beginnt nicht dabei,
eine Methode zu, die richtige Methode zu finden und anzuwenden, sondern das Problem überhaupt erstmal sinnvoll zu beschreiben und greifbar zu machen. Und das sind nur so Beispiele davon, was ich glaube, was eben mindestens genauso wichtige Lernziele und Entwicklungsziele im Hochschulkontext sein müssten, als diese fachspezifische Ausbildung. Ich möchte noch eine Frage in die Runde stellen, weil ich es großartig finde, dass hier so viele Menschen, die was verändern wollen, zusammenkommen und wir auch ein bisschen über Systemveränderungen reden. Was ich mich frage ist, warum geht nicht viel mehr Druck von den Eltern aus, von den Schülerinnen und Schülern selber, von den Studierenden? Ich würde mir so sehr wünschen, dass die Studierenden in Deutschland auf die Barrikaden gehen und sagen, wie kann es denn sein, dass wir im 21. Jahrhundert immer noch diese Ausbildung vor die Nase gesetzt bekommen? Ja, das ist auch so eine Frage, die hatte heute Morgen Bea Beste schon mal gefragt und auch aufgefordert, dass auch die Lernenden auch in der Schule einfach mal sagen, ich möchte jetzt diese Hausaufgabe nicht machen oder dieses Thema interessiert mich nicht, ich möchte gerne was anderes machen. Und wenn das in Masse mehr passiert, wäre das eben auch ein Weg, um wirklich das System einfach anzugreifen. Und da kamen wir halt dann auf die Diskussion zu sagen, okay, hier sind aber so starke Hierarchien, die Kinder zum Teil auch schon fast sozialisiert haben, dass sie einfach sich damit schwer tun, eben diesen Mut auch aufzubringen, weil das eben von vielen Lehrenden einfach aus Angst vielleicht auch dann einfach auch wieder runtergekocht wird und dann gebremst wird. Und ich glaube, da ist der genau richtige Moment, dass Gerd Mengel da ist. Vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen aus den Erfahrungen, die ihr da in Rostock macht. Finde ich toll, dass dein Gatecrashing jetzt doch eine längere Geschichte wird. Ja, ich bin hier aufgefordert worden im Chat, aber eigentlich wollte ich zuhören, weil ich mich selber nicht mehr so oft hören kann in letzter Zeit. Aber zwei Sachen vorweg. Du bist sehr leise. Ja, ist das jetzt besser? So besser? Warte mal, vielleicht ist mein Mikro das Falsche. So, ist jetzt besser? Nicht wirklich. Aber mach, leg ruhig los. Versuche einfach mal. Ja. Wir haben ein Problem in der Schule bei LehrerInnen. Oder oft, nicht immer, also nicht für absolutieren, dass wir, ich nenne es immer so ein bisschen Stockholm-Syndrom. Also wir haben selber schlechte Erfahrungen gemacht mit Schule und bleiben dann in dieser Schule und machen das gleiche Falsche immer weiter. Und sich aus diesem Kontext selber zu befreien und den Mut zu haben, auch mal zu sagen, ich gehe jetzt den unbequemen Weg, das fällt vielen Kolleginnen schwer. Und Schulen sind leider, so ist meine Beobachtung, oft in freien Schulen, wir sind eine Schule, die noch nicht so alt ist, aber wir sind genau auch in diese Falle getappt, letztendlich, Orte, wo Kreativität und so etwas keine Rolle, also eine untergeordnete Rolle spielen. Es gibt viele Schulen, die machen das super. Ne? Aber die sind in der Minderheit. Und Lehrer fühlen sich dann in so einem, ja, in diesem Fluidum wohl. Und sie dann auch zu befreien aus diesem Denken und ihnen auch Möglichkeiten aufzuzeigen, das ist gar nicht so einfach. Aber es ist möglich. Wir müssen ja an die Menschen glauben. Und deswegen muss das System verändern. Also da glaube ich schon, dass Systeme verändert werden. Gehen wir mal in so ein Lehrerzimmer. Es fängt beim Lehrerzimmer an, wie das aufgebaut ist. Da hat jeder seinen vollgemüllten Tisch. Und so unaufgeräumt sieht es dann auch im Kopf aus. Und das sind so ganz, ganz viele Punkte. Von den Eltern, ich möchte ein Beispiel erzählen. Wir haben so eine Reihe aufgesetzt, Zukunftskompetenzen. Und hätte ich mir vor einem Jahr auch nicht vorstellen können, aber die Pandemie hat mich irgendwie dazu gezwungen. Und ich habe einen Brief geschrieben an die Schulgemeinschaft. Und dann kamen sehr, sehr negative Rückmeldungen von meinen Kollegen. Bis hin, du müsstest jetzt mal ins Irrenhaus und solchen Sachen. Aber die Eltern haben sich gemeldet. Und da haben sich Eltern gemeldet, von denen hatte ich noch nie gehört. Da meldete sich ein Vater, der hält Vorträge auf Schulleiterkongressen zum neuen Lernen, Design Thinking. Eine Mutter, die ist Professorin für Inklusionspädagogik in einer anderen Stadt. Die Kollegen, die mir vorgeworfen haben, du ziehst unsere Schule in den Schmutz. Da kam von den Eltern endlich mal... wir unterstützen sie oder wir würden gerne was machen.
Und letztendlich hat das auch was aufgebrochen, hat was verändert. Ich nehme das auch nicht übel, wenn Kollegen da jetzt sowas aufgeschrieben haben. Man provoziert ja in gewisser Weise auch, wenn man so sein Inneres nach außen einmal kehrt und sich dann vielleicht nicht immer so konform verhält. Aber letztendlich bricht da was auf. Die Eltern sind ein Schlüssel, letztendlich sind es die Kinder, die SchülerInnen. Das ist eigentlich auch sehr schwierig, die zu motivieren, weil die natürlich in dem Kontext gefangen sind. Wenn ich jetzt was sage, welche Note kriege ich dafür? Ist auch schon wieder so eine Versimplifizierung von Aussagen. Aber da steckt natürlich was drin im System. Also wo ich bewertet werde und über meine Zukunft entschieden wird, wird es ganz schwierig. Also es sind ganz, ganz, ganz viele N. Wozu ich einladen möchte, ist natürlich das Vernetzen. Und das ist schon im System. Eigentlich ist das Wissen da. Viele wollen auch nicht, ich bin sofort fertig. Und viele wollen auch Veränderungen von Kollegen. Die wissen einfach nur manchmal nicht, wie es geht. Was Jessica auch gesagt hat mit dem Feedback oder mit so einer Beratung. Nein, wir brauchen eine Beratung fürs ganze System. Kolleginnen müssen auch sich Supervision holen. Und das muss in das System rein, sonst wird es keine Veränderung geben. Und Angst ist normal. Muss man sich eingestehen, aber jetzt den nächsten Schritt zu machen, da brauchen wir eben Unterstützung. Und die gibt es überall. Und Schulen sind auch besser, als wir oft denken. Und packen wir es an. Ja, man sollte ja auch meinen, dass gerade eine Schule so ein sicherer Raum sein kann, wo man eben genau auch mal nach vorne failen kann und Sachen ausprobieren kann, eben auch als Lehrkraft und nicht nur als Schüler. Karin, du wolltest da gern antworten. Genau. Also ich erlebe das nicht so. Ich erlebe, dass Eltern möchten, dass es ihren Kindern gut geht und dass sie eigentlich zufrieden sind. Ich habe in der Lehrerweiterbildung, in den Kursen, die wir machen für Lehrpersonen oder mit Studenten und Studentinnen an den EHs, merke ich immer wieder, dass sie Ängste haben, die Eltern würden dann nicht mitziehen oder die Kinder würden sich langweilen oder sie würden nicht wissen, wo sie stehen. Oder da gibt es ganz viele Gründe, weshalb man das nicht ändern sollte. Und ich stelle fest, dass Eltern eigentlich nur wollen, dass ihre Kinder gerne zur Schule gehen und da keine Probleme machen. Wenn wir Profis jetzt anfangen zu sagen, so funktioniert Lernen und so funktioniert intrinsisches Lernen, so wird Motivation aufgebaut und wir sind hier die Profis, die wissen, wie das funktioniert, dann machen auch Eltern mit und dann machen auch die Behörden mit. Wir hatten hier in einem kleinen Kanton in Obwald, sehr konservativ hier, wo ich unsere Schule gegründet habe vor 22 Jahren, wir haben nie gedacht, dass da so viele Eltern bereit wären, eine so revolutionäre Schule zu wählen für ihre Kinder. Wir haben jede Woche Anfragen von Eltern, die nur möchten, dass ihre Kinder gerne zur Schule gehen. Ja, aber es zeigt ja auch, dass das Bildungssystem eben auch nur ein antwortendes System auf das Gesellschaftssystem ist, oder? Also irgendwann ist Schule so entwickelt worden, wie sie jetzt ist, weil das damals das war, was gut gewesen ist für die Gesellschaft oder zumindest für die Wirtschaft in einer bestimmten Weise. Und man sieht jetzt, dass die Anforderungen aus der Gesellschaft sich ändern und dann eben diese Veränderungsprozesse auch wieder in der Schule irgendwie abgebildet werden müssen. Und genau diese Brücke, die fehlt ja im Moment. Und wir sehen das nicht nur in der Pandemie, wo das nicht so gut funktioniert hat, diese Integration von Lernen und Lebenswelt, sondern wir sehen das ja auch in dem Schüler und Lernende oft reflektieren darüber, dass das, was sie in der Schule lernen, so gar nichts mit der Realität draußen zu tun hat. Und ich frage mich dann oft, ob das nicht auch damit zu tun hat, dass viele Lehrende einfach das System Schule niemals verlassen haben, weil sie einfach irgendwann selber zur Schule gegangen sind, dann waren sie in der Universität, dann wieder im REF, also wieder in der Schule und sind dann in der Schule geblieben und da fehlen manchmal einfach auch diese Bezüge und die Kontaktpunkte, um zu wissen, was draußen rum noch so passiert. Und deswegen finde ich es immer ganz wichtig, dass man auch schaut, wie man einfach diese Verbindungspunkte nach draußen organisieren kann und finden kann.
Und vielleicht, Manuel, kannst du noch mal sagen, wie ihr das eigentlich organisiert habt? Denn bei euch läuft das dann doch ein bisschen anders. Da habt ja die Lebenswelt und Arbeitswelt doch einen direkten Einfluss auf das, was ihr da macht. Ja, wir versuchen, die Welt möglichst gut zu integrieren. Das heißt, die Projekte, die sich unsere Studierenden zum Lernen aussuchen, das sind echte Projekte. Also die können ihre eigenen Dinge entwickeln, aber es muss eine konkrete Projektidee dahinter stehen und es muss irgendetwas aufgreifen, was ein Problem löst. Wir arbeiten mit verschiedenen Organisationen zusammen, die selbst Projektideen einspeisen können und die dann auch mit den Studierenden gemeinsam Projekte vorantreiben können. Aber jede Projektidee muss einen gewissen Mindeststandard erfüllen und das heißt, es muss irgendeine Form von Relevanz haben, was da entwickelt werden soll. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig, weil sich dann für die Studierenden eben zeigt, was überhaupt alles dazugehört, um Probleme zu lösen. Problem, not the solution. Weil der Instinkt ganz oft ist zu sagen, das Problem, so wollen wir das lösen. Und was wir merken ist, dass es ganz, ganz viel Arbeit braucht, um Menschen dazu zu bringen, sich erstmal intensiv mit den Problemen auseinanderzusetzen und nicht reflexartig sich auf mögliche Lösungsansätze zu stürzen. Und das sind so Dinge, die unsere Studierenden erfahren, weil sie sich an echten Problemen abarbeiten und dann auch ganz schnell mal die Erfahrung machen, dass sie viel zu schnell auf eine Lösung gesprungen sind und dabei auf die Nase gefallen sind. Also ein anderes Mantra von uns ist, Learning is productive failing. Das heißt, unsere Studierenden Projekte scheitern auch ganz oft. Und dieses Scheitern muss dann entsprechend reflektiert werden und ist oftmals eine viel größere Lernerfahrung als irgendein erfolgreiches Projekt. Mhm. Ja, ich glaube, das müsste Musik in den Ohren von Paul sein, der ja auch versucht hat, einfach Methoden, wie sie in der Arbeitswelt jetzt angewandt werden, besonders auch agile Methoden, dann mit seinen Schülern umzusetzen. Vielleicht magst du da noch mal ein bisschen erzählen, wie ihr das aufgenommen habt. Ich würde eigentlich im Chat ganz schön einfach. Ich glaube, das ist auch die Leute, mit denen wir arbeiten. Geht das nicht? Die Leute, mit denen wir arbeiten können und einen Unterschied machen können, das sind für mich, meiner Meinung nach, das sind die Lehrer, weil wir mit denen jeden Tag zusammen sind, wir, die in den Schulen arbeiten. Also wenn wir ein Mindset in einem Lehrer verändern können und wenn wir das dann weiter mit anderen machen können. Wir brauchen nicht eine Antwort zu haben, wir brauchen halt ein bisschen Raum und Platz für die Lehrer, die richtigen Fragen zu stellen. Und langsam lernen sie das, wenn wir eben genau von Mindset reden. Also ich fand das in den Chat ganz interessant für die Leute, die das da geschrieben haben. Wegen Agile, ich weiß nicht, ob ich da zu viel zu sagen habe, das ist ungefähr aber auch dasselbe. Es ist, man gibt auch den Schulen Freiraum und Platz, damit sie dann denken können, damit sie dann selber etwas finden können, dass sie sich interessant finden, dass sie machen wollen. Und man sagt immer im Agile, also beware of the big plan, ja. Man macht einen kleinen Plan und dann kann man das dann wieder machen während der Arbeit. Weil während der Arbeit weiß man, was man machen will. Wenn wir auch den Schulen Platz geben würden, damit sie sich dann mit den Sachen wirklich bearbeiten können, das wäre auch eine Lösung. Aber mit den Lehrern muss man wirklich etwas mit dem Mindset machen. Auf jeden Fall. Ich habe die Erfahrung gemacht in den Transformationsprozessen, die ich an ganz vielen Schulen geleitet habe, dass es oft Sinn macht, bevor man überhaupt Sachen verändert, dass man einfach schaut, wie kann man überhaupt diese Freiräume schaffen, um einfach auch Sachen wegzunehmen von den Lehrenden, weil die oft das Gefühl haben, da kommt immer noch ein neues Projekt. Ne? Jetzt machen wir Inklusion, dann machen wir Digitalisierung. Jetzt bringen wir auch noch Agile und dann noch und noch und noch. Und das fühlt sich einfach so überwältigend an. Und deswegen ist es oft gut, wenn man einfach sich am Anfang mal hinsetzt. Was können wir? Brauchen wir eigentlich? Hat sich vielleicht schon seit vielen Jahren nicht mehr bewährt, aber wir machen es einfach, weil wir es halt einfach machen. Dass man wirklich dann durch Prozesse auch manchmal durchgeht und sagt, okay, bestimmte Meetings, die wir schon seit Jahren machen, die brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir können asynchron arbeiten. Oder bestimmte
Dokumentationsprozesse könnte man ganz anders abbilden, die braucht man gar nicht mehr. Und dass man einfach am Anfang schaut, dass man Lehrenden einfach auch Sachen wegnimmt und abnimmt und die vielleicht anders organisiert, damit man einfach diese Prozesse, den Prozessen an Raum und noch Zeit geben kann. Frauke hat uns hier oben besucht, du hattest eine Wortmeldung. Vielleicht kannst du gerade sagen, weil wir haben nur noch 4 Minuten Zeit. Super. Ja. Ja, super spannend. Ich 2 Dinge. Das eine ist, weil wir gerade im Thema waren, oder ich glaube, ein Thema ist Mut machen, wenn Schulen wissen, dass es auch andere Schulen gibt. Also, oder ich merke einfach im letzten halben Jahr, vielleicht durch Corona sensibilisiert, eine total krasse Veränderung. Ich arbeite ganz lange schon mit Schulen zusammen und es war noch nie so, dass so viele Schulen auf alternative Lernformate aufgesprungen sind, Friday oder. Jetzt arbeiten wir gerade an der Uni. Ich finde es super spannend, hier so viele Uni-Projekte, von vielen Uni-Projekten zu hören. Es gibt Studierende, die in Landau Visionen entwickelt haben, wie sie ihre Uni gerne hätten, aus den Erziehungswissenschaften, aus der Umweltpsychologie. Und ich bin gerade dabei, das alles zu dokumentieren, nicht nur für die Landauer Uni, sondern auch für alle Universitäten. Die Empfehlungen, das ist ein gefördertes Projekt, gehen an alle Universitäten in Deutschland. Und ich wäre extrem dankbar, wenn ich Ansätze hätte, also wenn mir irgendjemand behilflich sein könnte, wo ich genau diese Ansätze, die hier heute geteilt werden, finde. Weil ich glaube, es macht auch den Unis Mut, weil auch dort gibt es Lehrende, die wissen, dass das eigentlich nicht, also gibt es viele Lehrende in den Erziehungswissenschaften, in der Lehrerbildung, die wissen, dass das totaler Blödsinn ist, die sich aber total hilflos fühlen. Und ich glaube, dass immer diese Beispiele guter Praxis unglaublich helfen. Und da wäre ich extrem dankbar, nochmal 1-2 Anknüpfungspunkte zu finden, wo ich weiter forschen kann. Danke. Ich weiß nicht genau, wer da jetzt antworten kann, aber vielleicht kannst du ja deinen Kontakt einfach mal im Chat lassen und dann können sich Leute bei dir melden. Das ist vielleicht das Einfachste, weil wir jetzt auch nur noch 3 Minuten haben. Vielleicht noch eine ganz kurze Schlussrunde, wenn jeder noch so 1-2 Sätze sagen könnte. Christine, du hattest dich eh gemeldet. Ja, da beginne ich gern. Ich würde wahnsinnig gern noch eine kurze eine Ode an die Lehrperson starten, weil wir sprechen ja jetzt immer von diesen verschiedenen Ebenen und das ist genau das, was es so schwierig macht. Ich glaube, die Lehrpersonen haben die unglaubliche Herausforderung, dass sie einerseits erstmal bei sich selber ja ansetzen müssen, um im System eine Veränderung anzutreten und gleichzeitig wird von ihnen dann aber ja auch erwartet, dass sie all diese Learnings, was sie jetzt wissen oder ihre Haltung, die sie geschärft haben, müssen sie ja auch dann tagtäglich wiederum in der Beziehung zu all den Kindern und den Schülerinnen und Schülern irgendwie gleichzeitig auch gerade noch gestalten. Es ist eine wahnsinnige Aufgabe und ich bewundere all die Lehrpersonen, die in diesem Spannungsfeld zwischen eigener Entwicklung und Entwicklung der Beziehung und Lerninhalte und Lernform mit den eigenen Klassen und den Kontexten, in denen sie sich bewegen, das gleichzeitig auch gerade noch zu erfinden, oder? Also drum eine Ode an all diese energievollen, veränderungswilligen, tollen, kühnen Menschen, die versuchen, auch mit diesen Barrieren im System, ja, es gibt sie, aber es sind so viele dran und ich wünsche mir, dass diese Energie immer mehr wird und dass es irgendwann wirklich zu einer Explosion kommt und sie nicht aufgeben, sondern von allen Seiten ermutigt werden, dass sie, was sie tun, so wichtig ist und so in dieser Zeit, wo wir diese Veränderung im System brauchen und wollen und mitgestalten, dass sie wirklich der Hebel im Auge des Wirbelsturms sind, die so wichtige Arbeit leisten. Darum vielen Dank an alle und viel mehr Energie noch und sehr gerne mit dabei. Danke. Ja, ich glaube, da bleibt uns gar nicht mehr viel zu sagen. Davon abgesehen ist die Zeit ja auch schon rum. Also ich glaube, das ist wirklich ein guter Punkt, dass man wirklich die Lehrenden da abholt, wo sie sich befinden und dass man wirklich auch mal die Zeit nimmt und wirklich zuhört, was die eigentlich brauchen und dass man sie nicht einfach überschüttet von oben mit irgendwie ständig neuen Ideen. Weil die Ideen haben sie meistens auch selber, aber einfach nicht den Raum und die Zeit, um es wirklich umzusetzen. Und wenn man sie da unterstützt, dass sie sich eben auch, wie wir das für unsere Lernenden wollen, dass sie sich eben auch verwirklichen können und ihrem eigenen Lebenssinn auch folgen können. Denn sie sind ja irgendwann Lehrer geworden aus einer bestimmten Motivation heraus. Und wenn man das sozusagen wieder verstärkt, glaube ich, bringt man auch ganz neue Energien wieder ins Spiel und in das System. Ich danke euch ganz herzlich.
Bitte alle zusammen geht ihr wieder zu Block 1. Da fangen jetzt die Workshops an, unter anderem auch mit Paul. Ich glaube, Jessica, du hast auch einen, oder? Ich weiß jetzt nicht, ja. Also jeder, der an Workshop teilnehmen möchte, möchte bitte wieder zu Block 1 gehen. Und Grundacher Schule hat auch einen. Die Grundacher Schule hat auch einen. Ja, also dann los geht's und ganz vielen Dank für die Teilnahme heute. Tschüss. Tschüss. Ciao. Danke dir.